Hi und willkommen zum Freitagsvideo und zum 100. Anlauf gefühlt. Ich muss zugeben, ich wollte heute einfach mit euch eine lockere Freitagsplauderei machen. Ich wollte euch ein bisschen was von mir erzählen, was mich beschäftigt und so. Und ja, mir ist dann aber irgendwie nicht so richtig was eingefallen, was gerade so richtig top aktuell wäre, was gerade bei mir los ist. Das Einzige, was los ist, ist, dass mein Laptop leider gerade den Geist aufgibt. Und ja, das nervt mich gerade ultra. Sowas passiert mir öfters, weil ich nun mal ein totaler Laptop-Arbeiter bin und ich verlange den Dingern immer viel zu viel ab. Und ja, dadurch kann es dann natürlich schnell mal passieren, dass die kaputt gehen, wobei mir das erst dreimal passiert ist. Also so oft dann auch wieder nicht. Aber die Sache ist dann halt die, dass ich gerade momentan stand 9 suche, am liebsten einen von Packard Bell oder so. Oder einer guten Marke, also jetzt nicht gerade Toshiba oder Fuji, also irgendwas, wo es nicht unbedingt gleich Plastik so als Verarbeitungsmaterial hat, was aber trotzdem preiswert ist. Also ich würde schon gerne unter den 700 bleiben. Sogar eigentlich am liebsten wären mir 400. Und ja, da bin ich gerade aktuell total viel am Suchen und viele Rezensionen lesen, Bewertungen und herrje, also so langsam frage ich mich, warum sich Leute überhaupt noch einen Laptop zulegen. Das klingt ja eigentlich echt nur noch schrecklich. Die einen Laptops sind super, mal abgesehen von dem und dem Abstrich, also diesem und jenem Abstrich und dem kann man, das kann, dafür kann man es auch voll vergessen. Aber an sich ist doch ganz gut. Oder sowas wie, ja, der ist ja schon super, bloß. Und das ist so ein bisschen gerade, wo ich dann doch schon etwas genervt bin, weil ich mir den Gedanken stelle. Wieso erzählt eigentlich keiner, der Laptop ist wirklich leise? Also ich meine, ich höre den so gut wie gar nicht. Also der rauscht nicht. Oder sowas wie, er hat eine gute Akkulaufzeit, aber ist dafür auch an dieser und jener Stelle vielleicht etwas lauter. Und das sind so Fragen, die ich mir natürlich auch stellen muss. Und in den Laden gehen ist ja für mich bekanntermaßen etwas schwierig. Und deswegen bin ich gerade echt am Überlegen, was mache ich jetzt? Weil eigentlich wollte ich diese Woche in den Elektronikmarkt gehen mit meiner Mutter, aber die hat es total erwischt mit einer Erkältung. Und ja, jetzt will ich sie irgendwie gerade nicht ins Kalte nach draußen schicken oder auch nur mit mir schicken, weil ich mir dann so denke, ja, ist ein bisschen blöd und unpraktisch, weil wenn Mutti noch kränker wird, dann ja, wer weiß, ob sie dann noch mal eine Nudel mit mir kochen kann. Ja, dann bin ich natürlich auch am Überlegen, was möchte ich denn überhaupt für einen haben? Also es ist klar, dass ich auf jeden Fall damit viele Videos angucke, weil ich ja selbst welche drehe und die muss ich ja vorher irgendwie angucken. Ich muss Videos damit hochladen können und ja, da ist dann immer die Frage, was muss er leisten und ja. Das ist gerade so diese eine Sache, die ich mich, mit der ich mich sehr viel beschäftige. Die andere ist natürlich die Wahlen, die bei uns gerade anstehen. Ich bin immer noch nicht so weit, dass ich weiß, wen ich wählen möchte. Ich informiere mich immer noch recht erfolglos bis jetzt, aber ja, wird schon. Am Sonntag werde ich auf jeden Fall dann wählen. Der Block wird aber wahrscheinlich sehr kurz, weil es war die Woche irgendwie nichts los. Weil also ich bin ja schon so ein Fan vom dunklen Wetter. Das weiß jeder. Ich bin total der dunkle Wetter-Fan. Wenn es regnet, schüttet und total chaotisches Wetter, dann lebe ich erst richtig auf. Aber irgendwie die letzten Tage und Woche bin ich ein bisschen platt. Also ich glaube und befürchte, dass ich eine Erkältung ausbrüte. Aber hoffe natürlich, dass es nicht so ist. Wenn doch, ich halte euch auf dem Laufenden. ja, dann kann ich euch auch mal so ein paar Erkältungstipps geben. Wisst ihr was? Das mache ich dann wahrscheinlich sogar nächsten Mittwoch, weil da wird mich wahrscheinlich, wenn ich eine Erkältung habe, wird es mich dann eingeholt haben. Wenn nicht, dann hoffen wir, dass der Kelch an mir vorbeigeht. Und ich euch dann, das werdet ihr dann auch anhand, ob ich das Mittwochvideo über Erkältung geht oder nicht, erzählen. Weil, oh Gott, ich könnte euch eigentlich jetzt schon davon erzählen, wenn ich gerade dabei bin, dass, ja.
Ich muss zugeben, Erkältungen sind für mich immer etwas sehr Anstrengendes, weil ich muss immer hoffen, dass ich bloß nicht zu hohes Fieber kriege, weil auch wenn Essigwickel mit Essig sind, sind sie trotzdem nass und nass tut echt weh. Oh, das tut echt höllisch weh. Und dann, darauf stehe ich überhaupt nicht. Und dann eben muss ich versuchen, sehr gut auch, also ich nehme ja kein Antibiotika, weil ich der Ansicht bin, Antibiotika sollte man echt nur im größten Notfall nehmen, also Lungenentzündung, eine schwere oder irgend sowas. Und ich nehme es halt nicht jetzt, weil ich der Ansicht bin, wenn ich es jetzt nehme, bei einer kleinen Erkältung oder bei einem Schnupfen oder irgend sowas, was, wenn ich dann irgendwann mal was Schwereres habe, aber dann schon so oft Antibiotika genommen habe, dass ich gegen das Antibiotika resistent werde. Und dann habe ich das Problem, dann funktioniert es nicht mehr. Also nach meiner Weisheitszahn-OP hat mir ja der Arzt erstmal prophylaktisch. Also ich habe zum Arzt gesagt, ich bin kein Fan von Antibiotika und ich will keine nehmen und ob's da nicht, ob ich darauf nicht verzichten kann. Und dann die erste Sache war, dass ich dann mal erstmal einen ganz anderen Arzt bekommen habe, der mir dann die Zähne rausoperiert hat. Der ist dann übrigens auch ins Wartezimmer, der ist dann auch, nachdem ich aus Narkose aufgewacht bin, ist er gekommen mit der Frage, ob ich denn nicht begeistert bin, dass ich einen Chefarzt bekomme. Woraufhin meine Antwort war, nö. Weil ich fand das irgendwie in dem Moment für mich war das ein sehr tiefer Vertrauensbruch und auch fies. Weil ich habe ja mit einem anderen geredet in der Vorbesprechung und ich wollte ja, dass der mir die Zähne rausmacht und habe mich darauf eingestellt, dass der das macht. Mit dem war alles abgesprochen, auch mitunter, dass ich eben keine Antibiotika nehmen will. Und dann kommt da der Chefarzt und die erste Sache, die er mir sagt, ist, ja, hier eine Packung Antibiotika, nehmen Sie die jetzt einfach mal. Da habe ich mir erstmal so gedacht, und dann habe ich so gefragt, ja, und wieso? Und dann er so, ja, prophylaktisch. Da habe ich mir so gedacht, wieso? Also ich meine, es ist ja einfach so, ich finde es, ich fand, ich habe es dann auch nicht genommen, ich habe dann Traumehl genommen, das ist die pflanzliche Variante davon. Und es hat auch super funktioniert, ich hatte echt null Infektionen, null irgendwas, aber es hat höllisch weh getan, die Weisheitszähne rausmachen zu lassen. Ich bin auch wirklich, nach dem vierten Tag oder so bin ich echt nur noch heulend in der Ecke gehockt und habe zu meiner Mutter gesagt, ich will jetzt Morphium. dann haben wir damals auch den Notfallarzt angerufen und der hat mir dann echt krasse Medikamente verschrieben. Und nach denen war ich dann auch wirklich filmrissmäßig weg. Ja, aber was ich euch eigentlich erzählen wollte, war ja wegen Erkältungen. Also ich nehme kein Antibiotika. Was mir immer sehr gut hilft, ist, weil ich sehr auf der natürlichen Schiene laufe, sind Globuli. Da gibt es viele. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Tut mir leid. Es tut mir echt leid. Aber zum Beispiel nehme ich dann aber auch, auch sehr natürliches Mittel. Also ich glaube nicht 100 Pro, aber doch auch. Sinopret. Das sind so grüne kleine Tabletten. Die sind auch sehr gut und helfen. Und vor allem, was mir sehr wichtig ist, ist, ich werde davon nicht irgendwie anders. Also ich behalte dann trotzdem noch das Bewusstsein und bin dann nicht high oder sowas. Und das Letzte, was ich noch nehme, ist natürlich Hustensaft. Da weiß ich jetzt auch keine Firma, aber da bin ich auch nicht so auf dem Chemietrip, sondern ich bin wirklich, ich bin so ein richtiger Pflanzenmedizin-Mensch, weil ich eben wirklich sehr wenig vertrage von Tabletten und so und ich schon bei einer Aspirin 3 Tage total zugedröhnt bin. Ich muss mir wirklich immer, also wenn ich Kopfschmerzen habe, dann differenziere ich zwischen 1 Tag Kopfschmerzen, nehme ich noch keine Tablette, 2 Tage. Ah, man könnte drüber nachdenken, aber erst ab dem dritten Tag Kopfschmerzen nehme ich dann wirklich eine Tablette, weil dann geht es bei mir auch nicht mehr. Aber ich bin da wirklich sehr vorsichtig. Ich gehöre auch zu den Menschen, wenn mir meine Mutter jetzt zum Beispiel also sagt, nimm doch prophylaktisch schon ein paar Globulis, dass sich die Erkältung nicht so richtig ausbreitet, bin ich der Ansicht, ich sollte erstmal meinen Körper gegen die Erkältung etwas angehen lassen. Weil sonst verlernt mein Körper ja von sich aus, in meinen Augen. Also, falls jemand von euch Arzt ist und mir das Gegenteil sagen kann, dann cool wäre es, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Aber bei mir eben in meiner Ansicht ist, ich will eine Erkältung erstmal sich ausleben lassen, damit mein Körper nicht verlernt, gegen Bakterien, Erkältungen oder sowas anzugehen. Und ich dann irgendwann mal wegen einem mini kleinen Schnupfen 10 Tage flach liege.
weil es mein Körper einfach nicht mehr verarbeitet kriegt und nicht mehr weiß, wie er das los wird. Ja. Allerdings bin ich da auch jemand, der einfach nicht gerne zu Tabletten greift. Das ist einfach so ein, das ist mein Tick, mein persönlicher. Weil nachdem ich es ist auch nur so eine Kurzgeschichte, die kann ich euch ganz kurz zusammenfassen. Das erste Mal, dass ich Aspirin genommen habe, war ich ungefähr zwischen 12 und 15. Und damals hatte ich dann Besuch von meiner damaligen besten Freundin, die übrigens, falls sie zuschaut, hi, und tut mir echt leid. Und die hat dann hat eben irgendwas noch wegen der Schule machen müssen. Und ich hatte so Kopfschmerzen, ich habe gedacht, ich sterbe. Das war damals, ich wusste damals noch nicht, dass es vom Sonnenlicht kam. Es war wirklich so Sommer und Licht war und ich habe das erste Mal in meinem Leben so richtig Kopfschmerzen bekommen, habe aber nichts gemacht, nichts getan und wusste echt nicht, wo es herkommt. Und da habe ich auf jeden Fall meiner Mutter gesagt, du Mama, ich kann nicht mehr, ich bin, kannst du mir nicht irgendwie eine Schmerztablette oder sowas geben? Gibt es da nicht irgendwas Natürliches? Und dann hat sie eben mir gesagt, nein. Und dann hat sie mir eben gesagt, aber es gibt Aspirin. Ja, dann habe ich die Aspirin genommen und da habe ich gesagt, ich lege mich nur kurz hin. Und ja, 20 Uhr, ich bin ungefähr um damals, glaube 11 Uhr war das, habe ich die genommen und um 20 Uhr bin ich dann wieder aufgestanden. Meine Freundin ist in der Zwischenzeit heimgegangen und ja, seitdem bin ich da extrem vorsichtig, was Tabletten angeht, weil ich immer der Ansicht bin, ja, besser aushalten, besser ein bisschen warten und vielleicht erledigt es der Körper von selber, als irgendwie Nebenwirkungen haben zu müssen. Ja, was wollte ich euch noch sagen? Ja, Umkaluabo-Tropfen, die sind auch sehr Natur, die haben allerdings einen Hauch Club Alkohol drin, damit sie haltbarer sind. Aber das jetzt, da kann sogar ich jetzt positiv sagen, davon wird man jetzt nicht so betrunken. Von Whisky Honig wird man viel betrunkener. Das trinkt immer mein Opa, weil der hat immer sehr schnell Bronchitis. Und ja, da ist besser, wenn er schneller was tut als bei mir. Ich habe eigentlich ein Immunsystem wie ein Pferd, aber so ein richtiger Brauereigaul beneidet mich um mein Immunsystem. Aber ich könnte schwören, und das ist wirklich kein Witz, ich könnte schwören, 90% meiner Erkältung kriege ich von meinem Vater. Weil ich weiß nicht, wo er die herkriegt, aber meine Mutter hat immer so total die Laschenbakterien, könnte man so sagen. Aber mein Vater, der schleppt immer irgendwie so Zeug rum, da, also das haut das stärkste Pferd um und dann eben auch mich. Ich bin ihm deswegen nicht böse, aber da reicht dann wirklich nur ein Huster und ich stecke mich an. Während ich mit meiner Mutter ja eigentlich den ganzen Tag in der Nähe bin und trotzdem irgendwie selten dann diese Symptome spüre. Ja, es tut mir leid, dass ich heute über Erkältungen rede, aber mir ist irgendwie gerade echt kein anderes Thema eingefallen, außer Laptop und Erkältung, weil das sind gerade die zwei Themen, die bei mir aktuell am dominantesten sind. Ich hoffe, falls jemand von euch erkältet ist, dass es besser wird und gute Besserung. Ich für meinen Teil, ich bin froh, dass ich jetzt noch keine Erkältung habe. Allerdings merke ich, dass ich eine leicht zu in der Nase habe. Das könnte also auf eine Erkältung hindeuten. Drückt mir mal die Daumen, dass es keine wird. Falls ihr noch irgendwelche Tipps oder Ideen. Oh, bevor ich es vergesse, der beste Tipp überhaupt ist Kamille inhalieren. Oh, dieses Dampfbad für die Nase machen, da wird echt alles frei. Aber dann braucht man auch Tempos direkt in der Nähe, weil dann läuft es auch wie Harry Hupe. Okay, falls ihr noch irgendwelche Tipps habt, die euch helfen oder die bei euch wirklich gut sind, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr auch andere Fragen habt, weil wenn ihr mir Fragen stellt, helft ihr mir, euch zu helfen, das alles besser zu verstehen. Und ja, ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an die bell.riedmeier@outlook.com oder auch über Twitter und Facebook. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Am Sonntag oder Montag sollte mein Wahlblog dann endlich mal kommen. Der wird aber etwas kurz, weil da kann ich euch ja nicht so viel dazu erzählen. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann. Tschüss und habt noch ein wunderschönes Wochenende und einen schönen Restfreitag. Ciao.